Willkommen zurück bei Paper Mario. Mit der ersten Lektion, was man nicht tun sollte, denn das tut Auchi Auchi machen. Also, ja. Wir werden jetzt dies hier zur Seite schieben. Very, very good. Und jetzt hier auch ein Herz holen. Excellent. Okay, passt alles. So, mal gucken. Und, oh, ein Gegner, ja. Hier gibt es mehrere Sachen, hinter die sich Gegner verstecken können. Und sag jetzt doch mal, was das ist, lieber Gumbario. Ja, das ist ein lauer Busch und ja, da habe ich gegeben vor, normale Büsche zu sein, lauern so ihre Beute auf, aber also sie haben 8 KP und 3 Angriffskraft, aber dafür keine Verteidigung und ja, ihre Biss ist nicht giftig, also sei vorsichtig, Mann. Wenn du vergiftet wirst, sinken deine KP langsam ab und wenn deine KP nicht rasch wieder auffüllst, das setzt du ganz schön in der Scheiße. Lass sie uns schnell besiegen, setz dann deine stärkste Attacke ein. Ja, jeder, wie gesagt, der Monster Hunter kennt, weiß, Gift ist das, was ich in RPGs überhaupt nicht leiden kann. Meine Hass-Status-Veränderung, wenn man so will. Und ja, da bin ich ganz froh, dass ich auch den Zapper habe, um das ein bisschen abzubremsen. Aber hey, die machen ganz schönen Schaden, also. Ja, aber bis zum Verteidigungsbus dauert es noch etwas. Und ich kann ja auf keinen Fall auf den Stärke-Plus verzichten, weil... Ja, ich habe keine Lust mehr, als einen Angriff zu benötigen, um die zu ownen. Daher müssen wir jetzt hiermit wohl durch. So, hier können wir nichts machen, wie ihr unweigerlich feststellen könnt. Daher. Hier. Kommt sofort zurück, ihr kleinen undankbaren. Wer das wohl war? Nun, ihr habt es vielleicht schon an der Stimme erkannt, aber. Hey, du! Du da unten! Wenn du mich hören kannst, dann zieh nach oben. Hä? Moment mal, was macht da eine Fische in einem Baum? Ja, also, das ist jetzt eine ziemliche peinliche Sache. Ich hänge nämlich hier wirklich fest. Kannst du mir irgendwie runterhelfen? Eine Fische in einem Baum. Und ich dachte, ich hätte schon alles gesehen. Heidenei. Oh, komm schon. Noch fester. Bitte nicht zeitweilig denken, Kinder, bitte. Chillt. Okay. Oh, puh. Ich bin gerettet. Ich fühle mich mehr jenseitig als diesseitig. Danke, dass du mich aus dem Baum befreit hast. Mir ist nichts passiert. Oh, diese kleinen. Ich habe gerade dieses schlimmen kleinen Yoshi-Jungs gejagt. Bin natürlich voll in ihre Falle getappt. Wissen Sie denn nicht, wie gefährlich es hier im Dschungel ist? Ich muss sie finden, bevor sie noch tiefer vordringen. Das gleiche gilt für dich. Es ist zu gefährlich. Geh zurück zur Siedlung. Kurze Zwischenfrage. Wie schaffst du es eigentlich, an Land zu laufen? Du bist ein Fisch, verdammt nochmal. Naja. Langes Training. Aber eine Frage. Was hast du überhaupt im Dschungel zu suchen? Ich suche einen Weg zum Vulkan. Und ja, dann haben nicht die gehört, dass diese kleinen... Bastarde verschwunden sind. Ich dachte, ich brate ihn ein Silber für ihre dumme Blödheit. Ach, oh. Sieh mal an. So ist es als auch nach diesen kleinen Unholden. Wenn auch aus anderen Beweggründen als ich. Du möchtest sie nämlich nur schlagen für ihre Blödheit. Dann lass uns doch gemeinsam nach ihnen suchen. Du verprügelst sie und ich bringe sie dann zurück. Sie müssen nämlich wissen, sie verstehen nicht, wie gefährlich es im Dschungel ist. Wir müssen sie so schnell wie möglich finden. Oh, wie unhöflich von mir. Ich habe mich doch nicht mal nach deinem Namen gefragt. Wie lautet er denn? It's me, Mario. Mario, wie? Ich habe noch nie von dir gehört. Du musst wohl von weit her kommen. Wie bitte? Ich bin hier VIP in den Yoshis, ey. Was ist denn los? Mann. Davon habe ich nichts mitgekriegt. Naja, genieße Lava Lava Island. Das würde ich normalerweise zu einem Besucher sagen. Aber das müssen wir nach diesen Rabauken suchen. Und Sushi gehört zum Team. Drücke den Scheiß nach unten auf Stegen, um auf ihrem Rücken Gewässer zu überqueren. Drückst du nochmals den Scheiß nach unten, kann Sushi für kurze Zeit untertauchen. Im Kampf kann sie jeder mit Bauchladung aufklatschen oder mit Spucker vom Himmel boosten. Ja, also, es gibt tatsächlich einen Block, wo ich sie gleich aufstufen könnte, aber da müsste ich jetzt extrem weites Backtracking machen und nein, ich habe in den letzten Parts genug unnötiges Zeug, oh gut, unnötig war es nicht, aber ja, genug Zeug außerhalb der Story gemacht, da habe ich jetzt keine Lust drauf, aber ihr seht, wie chillig das funktioniert. Yay! So. Also, Sushi ist
Ziemlich cool, da haben wir ganz neue Möglichkeiten. Und oh, ein Brief an Woasty in Todtown. Okay, coole Sache. So, und jetzt hier rüber. Und ihr habt schon gesehen, es ist Number 4. Hi! Na, das hat doch wunderbar funktioniert. Schon alle 4 Knospis gefunden. Wozu wir sie brauchen, sehen wir noch. Yo, Mann, was geht? Danke, dass du mich aufgeweckt hast. Diese Insel ist so schön. Es gibt keinen besseren Ort für ein Schläfchen. Die Temperatur ist perfekt. Ich bin ein Knospi. Meine Aufgabe ist es, die Welt mit Blumen zu erfüllen. Hübsch, nicht? Ja, Bertheo, du passt hier in die Droppen nicht ganz rein, glaube ich. Ja, ich habe das, glaube ich, auch. Deswegen möchte ich, dass du diesen Samen nimmst. Naja, zumindest will ich das gerne sagen. Und glücklicherweise ist der Samen noch nicht ganz fertig. Okay. Aber keine Sorge, er wird bald soweit sein. Es gibt Schlimmeres, als an einem Ort wie diesen zu warten. Komm später vorbei. Ich bin sehr großzügig. Ich verschenke gerne alles Mögliche. Na, solange du keine nervige Aufgabe dafür willst, soll es mir recht sein. Okay, gut. Wir können hier übrigens, habe ich doch gar nicht erzählt, runtertauchen, wenn wir den Scheiß, also den C-Stick nach unten drücken. Wir können auch in ein anderes Gebiet schwimmen. Ihr werdet gleich sehen, was ich meine. Und zwar können wir hier... Oh, können wir doch nicht. Okay. Ich dachte, hier könnte man durchschwimmen. Da habe ich mich wohl geirrt. Okay, egal. Dann gucken wir mal, wo es jetzt hingeht. Ja, das ist alles natürlich bisschen komisch, wie das hier mit der Platte runtergeht und so. Aber so wird das Spiel ja konzipiert, um ja, Lags zu vermeiden. Und ich denke, in dem Sinne passt das dann auch. So, jetzt kommen wir aber hier weiter. Und hört ihr das? Irgendwas muss hier doch in der Nähe sein. Das ist, glaube ich, nicht dieser Shy Guy. Aber wenn wir das trotzdem mal anschauen, werden wir das scheint in Ordnung zu sein. Dann kann ich euch einfach zeigen, wie Sushi im Kampf drauf ist. Auch wenn Sushi zu den Charakteren gehört, die ich eigentlich nicht einsetze, muss ich gleich dazu sagen. Dann probieren wir das gleich mal. Bauchlandung. Bauchlandung auf einem Gegner. Oder Spucker. Feuert Wasserstrahl ab. Gut gegen Feuer. Ja, also... Das Action-Kommando ist immerhin nicht sehr schwierig, sage ich mal. Aber ja, wie gesagt, sie zählt zu den Charakteren, die ich eher nicht einsetze. Sie ist so ähnlich wie Paracarry. Hoher Grundangriff. Umgeht dafür die Verteidigung, aber ja. Nicht so mein Liebling, sagen wir es so. Wobei sie natürlich gegen Feuergegner ganz gut ist. Aber ja, wie gesagt, ähnlich wie Paracarry mit hohem Grundangriff. Dafür greift sie aber nicht ganz so oft an und ist nicht ganz so stark und ja. Ich bevorzuge einfach andere Charaktere, aber jetzt setze ich sie einfach mal ein bisschen ein, damit ihr ein bisschen ihre Fähigkeiten kennenlernt. Und ja, ich wiederhole nochmal, Sushi ist eine Sie. Macht Sinn, glaube ich. Jetzt haben wir immerhin 3 Frauen im Team mit Lady Boob und Bette und Sushi und 4 sogar mit Watt. Cool, super Beben. Ganz guter Orden, da habe ich leider keinen Platz für. Und mit Watt und dann Gumbario Moment Gumbario Paracarry und Cooper 3 Jungs und Mario natürlich, also alles schön ausgeglichen. Genau, okay. Ihr seht dieser lilane Dino, der da oben pennt, dieser Yoshi. Der scheint ja die Ruhe weg zu haben, also der scheint die Gefahren des Dschungels nicht wirklich erkannt zu haben. Da wird es mir umso einen größeren Gefallen sein, ihm einen auf den Deckel zu geben, für seine unglaubliche Blödheit, weswegen er mich gezwungen hat, hier hinzugehen. Aber da ist ein Superblock, das kommt uns für Sushi gerade recht, würde ich sagen. Super. Aber warte mal, oh! Hier immer am besten mit dem Hammer agieren, weil die am Anfang das nach oben haben. Moment mal. Okay, damit kann ich leider nicht alle treffen. Das ist schade. Aber, gut. What? Oh, ich habe so früh... Okay, ich habe das einfachste Action-Kommando der Welt versaut. Glückwunsch. Absoluter Glückwunsch. Ja. Egal. Das ist jetzt ein ganz, ganz kleines bisschen übertrieben, liebe
mehr Leben. Da hat sie es auch noch um 1 aufgestuft. Okay, ich dachte, sie wird schon... Ach du, nee, Quatsch. Das ist sie mit einem Schlag. Okay. Nee, nee, die hat es um 2 aufgestuft. Holy crap. Ja, das ist schon ein bisschen... Ja, dürfte ich jetzt etwas anmerken. Und zwar, dass mir das jetzt etwas zu heikel wird. Weswegen ich jetzt das Ganze etwas explosiver lösen werde. Bam! Auch wenn Moment immer noch nur 6 Schaden macht, was sehr nervig ist, aber... Hm? Der verpisst sich? Wow. Okay, jetzt ist ein normaler Schei-Guy, aber ich fürchte, jetzt gibt es zu wenig Sternpunkte, oder? Alter, chill! Ich tue jetzt einfach dafür sorgen, dass die sich verpissen. Dankeschön. Was für paranoide Nervensägen. Zum Glück habe ich was dabei, was meine Blütenpunkte wieder auffüllt. Die wir bald brauchen. Weil ich meine, kommt, so eine Powerbombe ist immer teuer, aber... Was für Nervensägen. Naja, immerhin hat sie das geredet. Ich hoffe mal... Ja, wollte ich gerade sagen, solange ich mal wieder viele Münzen kriege, weil ich bin relativ münzenknapp, da könnte ich schon wieder was brauchen. Okay, hier ist nichts mehr sonst. Super, dann! Super Block für... Sushi! Soll die jetzt schon da aufgestuft werden? Yep, soll sie! Und damit erlernt sie jetzt eine neue Fähigkeit, die ich euch vielleicht auch bald zeigen kann. Wenn wir den nächsten Kampf bestreiten. Ich weiß es gerade selbst nicht mehr, weil ich, wie gesagt, Sushi relativ wenig Herz ist. Und, widerlich. Mag ich nicht. Aber immerhin kann ich sie mit einem Sprung erledigen. Bam. Und ja, Sushi jetzt. Wasserblock. Wasserblock mit Maß Verteidigung für kurze Zeit. Ach so, stimmt. Jetzt erinnere ich mich. Das ist teilweise in Bosskämpfen gar nicht so schlecht. Immerhin macht Sushi jetzt 4 Schaden. Das ist teilweise ein Bosskampf. Ich dachte, oh cool, ich hab's abgewehrt. Episch. Aber hier so normal, ja, bringt es eigentlich eher nicht. Es sei denn, der Kampf dauert wirklich sehr lange, aber für gewöhnlich ist man damit besser dran. Wenn man einfach schnell versucht anzugreifen, anstatt groß auf Verteidigung zu gehen. Wie gesagt, in Bosskämpfen ist es ein bisschen was anderes. Da kann das wirklich Gold wert sein. Bam! Zerstört. So. Dumm. Ja, die Münzen 41, da hängen wir immer noch rum. Im Übrigen, falls ihr es noch nicht gemerkt habt, ich habe es jetzt endlich geschafft, flüssig auf 50 Frames aufzunehmen. Ich habe die Taste gefunden, mit der das mit Fraps super gelingt. Und ja, jetzt habt ihr hier schöne 50 Frames auf meiner Nintendo Wii U. Cool, oder? Wenn ich gespannt bin zu sehen, wie das dann wirklich auf der... Oh, auf der Wii U Virtual Console ausschaut. Das ist ja im Moment nur die emulierte... Version von der Wii Virtual Console. Daher, wie gesagt, ich bin gespannt. Wäre zumindest schön, wenn man sich mal um diesen schwarzen Render kümmern würde. Weil die sind in dem Spiel schon extrem. Also, ja. Da haben wir schon viele schwarze Balken. Oh, Naja, ich weiß schon, warum ich den Zepper drin habe. Das weiß ich schon. Gut. Ich mache jetzt nochmal Erfrischung. Da geht es aber meine Sternenenergie immer etwas runter. Aber besser die Sternenergie, als dass ich langsam, aber sicher drauf gehe. Und für irgendwas habe ich die Sternenergie ja auch. Also komm, what gives? So, einmal kann ich... Einen Joker habe ich auch noch. Bam! Tschüss! Da-da-dam, da-da-dam, da-dam. Das klappt doch gut. Nur diese nervigen Rabauken finden wir einfach nicht. Ja, das ist wirklich nervig, liebe Sushi, da hast du recht. Warum ich übrigens den Partner nicht wechsle, obwohl ich nicht so gerne mit Sushi kämpfe, das liegt daran, dass ich hier ständig schwimmen muss, weswegen das etwas ungeschickt wäre. Hier. Schade, hier ist nichts. Oh, stimmt, ich sollte aber immer wieder Bodenplatten checken, fällt mir gerade auf. Wobei, ich glaube, hier ist nichts, oder? Nee. Okay, Leute, danke ich euch für diesen Part. Oh, das war im Übrigen ein Fehler. Das ist nicht so gut. Autsch. Dann danke ich euch für die Aufmerksamkeit in diesem Part. Wenn euch gefallen hat, Daumen hoch. Wenn ich Daumen runter, nächstes Mal geht's hier weiter. Bis dann.